guten Abend. Nach dem großen Abverkauf gestern hat heute versucht, der Aktienmarkt ein bisschen gegenzusteuern. Es ist allerdings nicht allzu viel bei rausgekommen. Erholungen wurden in der Regel relativ zügig wieder abverkauft. Die Unsicherheit an den Märkten bleibt also weiterhin groß. Die größten Sorgen gibt es, nachdem gestern eben der US-Präsident Donald Trump seine Drohungen wahrgemacht hat und China den Handelskrieg erklärt hat. Auch deutsche Wirtschaftsverbände übrigens befürchten negative Einflüsse auch für Europas Ökonomie. So wurden dann eben die Erholungen meistens schnell wieder abverkauft. Es gab heute wenig Grund, irgendwie ein bisschen, zumindest mal wieder optimistischer zu werden. Dazu kommt dann auch, dass allen Marktteilnehmern und auch allen Beteiligten offenbar bewusst ist, dass die Verschonung der Stahl- und Aluminiumindustrie von Strafzöllen, unter anderem aus der EU, der Industrie, der Aufschub, nur ein Aufschub sein dürfte. Sorge besteht also vor allem darum, vor allem deswegen, weil eigentlich keiner so richtig weiß, was Donald Trump als Gegenleistung verlangt, dass er zum Beispiel die EU oder Südkorea beispielsweise auch von den Zöllen ausnimmt. Interessanterweise übrigens, Japan muss die Zölle bezahlen auf Stahl- und Aluminiumprodukte. Warum nun Japan bezahlen muss und Argentinien beispielsweise nicht, das sind alles Fragen, die keiner so richtig nachvollziehbar beantworten kann. Und von der Warte aus ist natürlich die Unsicherheit an den Märkten extrem hoch. Und Unsicherheit an den Märkten, das ist immer Gift für die Kurse. Ja, Sicherheitsberater, der neue Sicherheitsberater im Weißen Haus heißt John Bolton. Auch das ist keine gute Nachricht, denn er gilt auch als Hardliner. Und Beobachter fürchten nun, dass es bald neue Sanktionen gegen den Iran gibt. Auch das sicherlich eher eine schlechte Nachricht. Der Ölpreis, also die Ölbullen zumindest, die fanden das heute ganz gut. Wir schauen mal auf die Daten des heutigen Tages. Die Daten spielten heute keine große Rolle am Markt, aber wir wollen sie natürlich trotzdem uns anschauen, weil das ja doch ein bisschen uns immer wieder ein Bild macht von dem, wie es in der Konjunktur gerade so steht. Schlecht waren die Daten eigentlich nicht. In Japan Kernverbraucherpreisindex 1,0%, ein bisschen höher als im Vormonat, da waren es 0,9%. Aber immer noch weit auch vom Ziel der Bank of Japan, natürlich die Bank of Japan, entfernt, gar keine Frage. Zinsentscheidung in Russland, die Zinsen sind leicht gesenkt worden, das war also erwartet worden. Und in den USA gab es die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter, die sehr, sehr gut ausgefallen sind, was aber eben die Märkte trotzdem nicht dazu bewogen hat, eine größere Erholungswelle stattfinden zu lassen. Neubauverkäufe. Naja, ein bisschen unter den Erwartungen im Februar. Dafür wurde allerdings der Januar deutlich nach oben korrigiert um 29.000. Also insgesamt war das auch nicht schlecht. In Japan, in Kanada interessanterweise, der Kernverbraucherpreisindex deutlicher gestiegen als erwartet. Hat den kanadischen Dollar heute durchaus unterstützt. Und die Einzelhandelsumsätze, die waren schwach, das spielte dann wiederum keine Rolle. Heute Abend noch das Rating für die EU von Moody's. Fitch rated die Schweiz und die Kreditwürdigkeit Spaniens analysiert Standard & Poor's. Das hier ist der DAX und da sehen wir schon, es war heute nicht wirklich vergnügungspflichtig, was der deutsche Leitindex da so produziert hat. Er ist dann auch unter die 11.870 gefallen. Konnte sich später dann nochmal an die 12.000 zurücktasten, das hielt allerdings nicht allzu lange. Das ganze Bild ist nach wie vor sehr, sehr bärisch. Wir sehen hier das Märztief bei 11.730, das ist das nächste Ziel. Und mir fällt zurzeit nicht allzu viel ein, warum der DAX das vor Ostern nicht mehr auch noch schaffen sollte. Er hätte damit dann das Jahreshoch erreicht, das Jahrestief natürlich. Was ist denn heute los? Also das Jahrestief erreicht und ja, könnte dann also neue Tiefs produzieren. Weitere Ziele wären 11.470 und 11.150. Im WIX sehen wir auch, dass die Volatilität auf den S&P 500 deutlich gestiegen ist. Da sind wir also deutlich über der 20 mittlerweile. Zeigt auch letztendlich die Nervosität der Marktteilnehmer. Und ein steigender WIX hat eben meistens zur Folge, dass dann eben die Indizes auch fallen. So auch der S&P 500, der heute schon mal an der 2620 herum operierte und jetzt eben droht dann noch tiefer zu fallen. Weitere Ziele könnten dann so bei 2500
80 herum liegen und dann bei 2530 der Doppelboden. Da ist das Jahrestief für den S&P 500. Der ist also noch nicht ganz so weit wieder gefallen. Der ist ja auch deutlicher gestiegen vorher als der DAX. Aber insgesamt sieht das hier auch jetzt doch sehr, sehr bärisch aus. Wenn wir ganz genau schauen, knapp über der Wolke neben der roten langen Kerze, da sieht man den blauen Tenkan und den orangefarbenen Kijun, die im 45-Grad-Winkel übereinander liegen und nach Süden zeigen. Das ist eigentlich ein sehr klassisches Verkaufssignal. Und hier ist also auch eher damit zu rechnen, dass die kommende Woche auch nicht wesentlich freundlicher wird als diese Woche. Es sei denn, es passiert übers Wochenende irgendein Wunder, von dem ich zurzeit keine Ahnung habe, wie das aussehen könnte. Der Dow Jones hat heute auch weiter nachgegeben, hatte sich versucht, ein bisschen zu stabilisieren, dann über den Tag, und hat dann aber eben die Gewinne auch gleich wieder abverkauft, bleibt unter 24.000 Punkte, sieht jetzt auch nicht wirklich so freundlich aus. Weitere Ziele hier wären dann 23.360, 23.125, dann wären wir beim Jahrestief. Dann gibt es noch so ein bisschen Wolke, so bei 22.680. Das könnten so die nächsten Ziele sein. Also wir sind da jetzt doch ganz schön weit weg von dem, was da mal uns richtig erfreut hat früher. Euro, US-Dollar legt weiter zu. Ja, irgendwie ist zurzeit der Dollar gar nicht gefragt. Kann auch mit dem zu tun haben, was da die Trump-Administration jeden Tag sich so ausdenkt. Wirklich viel Vertrauen in US-Dollar kann man da tatsächlich nicht gewinnen. Und das nutzt dann in den anderen Währungen. Es ist also nicht so, dass der Euro jetzt besonders stark gegenüber anderen Währungen ist, sondern eigentlich gewinnen alle Währungen gegenüber dem US-Dollar zurzeit. Für den Euro-US-Dollar bedeutet das, wir sind jetzt wieder über dem kurzfristigen Abwärtstrend hier drüber. Wir haben natürlich jetzt nochmal ein bisschen Widerstand dabei, 1,2380 kämen wir da drüber. Haben wir noch das Hoch von Anfang März bei 1,2445 und dann eben das Jahreshoch bei 1,2560. Das wären so die nächsten Ziele. Wenn wir aber jetzt eben diesen grünen Abwärtstrend da erst einmal brechen, sind wir auch über der Wolke. Das wäre schon erst einmal ein ziemlich bullisches Zeichen. Also hier ist durchaus die Möglichkeit, dass wir uns weiter erholen. Wir sind ja übergeordnet sowieso im Aufwärtstrendkanal. US-Dollar, japanischer Yen. Ja, es ging eigentlich ganz so einigermaßen. Der Yen hat heute gar nicht so viel zugelegt als sicherer Hafen, wobei er natürlich durchaus auch wieder eine Rolle spielte. Also wir sehen diese große rote Kerze, die kam dann eben heraus, als dann der Herr Trump, oder war eigentlich schon ein bisschen eher, dass dann eben rote Kerzen sich hier aufbauten, als der Herr Trump dann die Entscheidung unterschrieb, dass eben China in Zukunft für bestimmte Produkte ganz einfach höhere Zölle bezahlen muss. Es ist eine Strafaktion wegen dem Klau geistigen Eigentums. Das ist ja in China ziemlich verbreitet. Da scheint sich noch nicht allzu viel verändert zu haben, seit ich damals in China war. In China ist offiziell übrigens Produktpiraterie verboten. Nur es kümmert sich keiner drum. Es wird einfach geduldet. Und ja, wenn man das Ganze mal selber in China gesehen hat, wie das also läuft, dort werden also Produkte verbotenerweise produziert. Jeder weiß auch, wo die produziert werden. Aber es tut einfach keiner was. Und diese ganzen Sachen von Gucci und was weiß ich wem, die werden dann auch in irgendwelchen Stadtparks und was weiß ich ganz offen verkauft. Und die Polizei guckt einfach weg. Das ist schon ziemlich spannend. Und ja, dass da der Zorn ja zum Beispiel der USA durchaus groß sein kann, weil es eben ja viele Patente gibt in den USA, die dann eben zum Beispiel in China geklaut werden, das ist nicht ganz nicht ganz von der Hand zu weisen. Und das ist sowieso, ne? Donald Trump hat eine sehr rüpelhafte Art, sage ich jetzt mal, seine Ziele durchzusetzen. Aber im Kern ist nicht alles verkehrt, was Donald Trump sagt und was er kritisiert. Das muss auch allen klar sein. Also man muss auf diesen Mann irgendwie schon zugehen, glaube ich. Okay, wir schauen mal schnell in den Wochenchart hier, US-Dollar, japanischer Yen. Da sehen wir, dass wir ja die 105er-Marken alle gebrochen haben und jetzt eben doch auf dem Weg zur 103,55 sind. Da haben wir so einen grünen Wolkenhuckel, das könnte noch mal ein bisschen Unterstützung geben. Ansonsten wird der Bereich 101,15 bis knapp 100, also 99,60, das könnte dann die nächste Region werden, die dann als Unterstützung interessant werden würde. Wer hätte gedacht,
dass trotz extrem lockerer Geldpolitik der Bank of Japan, ja, der Yen plötzlich dann doch wieder zweistellig ist. Also die Bank of Japan dürfte nun auch bald wieder davon beginnen zu reden, dass der Yen überbewertet ist. Man kann es ihr dann auch nicht wirklich verdenken. Ja, wie unsicher die Marktteilnehmer zurzeit sind, sieht man vor allem im Gold, das heute weiter deutlich zugelegt hat. Der sichere Hafen Gold wird sehr gesucht. Wer also irgendwie dachte, dass Gold als sicherer Hafen ein Auslaufmodell ist, der erlebt jetzt die Renaissance dieses sicheren Hafens. Wir sind inzwischen bei 1.350 Dollar. Das Erstaunliche ist ja, dass ja eigentlich alle Welt damit rechnet, dass die Zinsen in den USA steigen und auch in anderen Wirtschaftsgebieten in die Zeit der lockeren Geldpolitik langsam zu Ende geht. Das müsste eigentlich bärisch für Gold sein. Und wenn dann Gold solche Kerzen produziert wie gestern und heute, dann zeigt das eindeutig, dass die Märkte zurzeit das Vertrauen in risikovollere Anlagen ganz klar verloren haben. Auf der Oberseite weitere Ziele 1365 und dann die 1375, die sehen wir im Wochenchart. Dann sehr schön und da sehen wir dann auch, dass die 1400 ja auch nicht mehr so weit ist. Aber wenn wir über die 1375 kommen, das müssen wir auch mal sagen, dann haben wir im Gold tatsächlich ein 4-Jahres-Hoch hinbekommen. Und das, obwohl die Geldpolitik ja gestraft werden soll in vielen Regionen der Welt, wie gesagt. Das ist schon nicht schlecht. US-Dollar, russischer Rubel habe ich mal schnell hier mit reingenommen, weil da gab es ja heute diese Zinsentscheidung. Wie gesagt, die war erwartet worden und genauso hat sich dann eben US-Dollar, russischer Rubel verhalten, nämlich eher seitwärts. Und US-Dollar, kanadischer Dollar, nachdem es da ja gestern mal eine kleine Erholung gegeben hat, heute aufgrund der Inflationsdaten aus Kanada ist der Loonie dann doch wieder deutlich stärker geworden und ist dabei, hier vielleicht dann doch die 1,28 anzutesten. Die Idee, die ich ursprünglich hatte, hier bis 1,3190, naja, die ist ja nicht so schlecht gelaufen, aber bis 1,3190 sind wir am Ende dann eben doch nicht ganz gekommen. Wir sehen, dass wir knapp unter der 1,28 den orangefarbenen Kijun haben, der ist nochmal eine schöne Unterstützung. Sollte die nicht halten, dann ist rein theoretisch ein relativ zügiger Abverkauf hier auch möglich bis 1,26 herum. Da ist dann diese Wolkenlinie, diese rote, die könnte dann als Unterstützung als nächstes helfen. Ob da die 1,2725 tatsächlich viel hilft, naja, wir werden es erleben, nicht wahr? Den roten Pfeil können wir dann nach oben auch mal rausnehmen, der ist jetzt erst einmal nicht mehr relevant. Dann haben wir Rohöl. Ja, Rohöl hat heute auch wieder weiter zugelegt, hatte ja mal gestern eine kurze Korrektur hingelegt auf die 64,10. Heute wird die Rallye dann doch weiter fortgesetzt und ja, hier sind dann also auch weitere höhere Ziele drin. Erstmal das Jahreshoch bei 66,65, das sollte man wohl jetzt dann doch einplanen. Ja, darüber ist es dann ein bisschen schwierig, so richtig viele markante Punkte zu finden, wohin dann das Rohöl als nächstes steigt. Es gibt dann noch so eine Nase in der abgehenden Wolke bei gut 70 Dollar. Und dann aber die nächste richtig längere Wolkenlinie, die ist dann wirklich bei 74,75. Das könnte dann also durchaus interessant werden. Dass der Ölpreis heute so stark gestiegen ist, das hatte sicherlich damit zu tun, dass eben aufgrund des neuen Sicherheitsberaters in den USA eben auch die Sorgen groß sind, dass es eben neue Sanktionen gegen den Iran gibt. Und das würde dann wahrscheinlich auch bedeuten, dass es eine Verknappung des Ölangebotes gibt, weil man dann wieder, wenn die USA rufen, müssen ja alle mitmachen, dann wird man wohl wieder kein iranisches Öl mehr kaufen dürfen. Wir legen mal schnell hier ein Fibonacci drüber, ein Retracement, und da sehen wir, dass wir zurzeit die ganze Zeit hier mit der 50%-Marke dieses steilen Abverkaufs von 2014 auf 2016 herum operieren. Die spannende Frage ist jetzt eben, ob das hält bei eben so um die 67 Dollar. Wenn nicht, könnte es eben weitergehen an die 61,8% Linie, die liegt dann eben bei 76,70, das wäre dann also durchaus auch nochmal ein Widerstand, um hier noch ein bisschen mehr Markierungen und Marken zu finden. Dann eben die 80,30 und dann gibt es noch die 78,6% Marke bei gut 90 Dollar, das wären so auf der Oberseite die Ziele, ob wir wirklich so hoch kommen. Muss man mal abwarten. Insgesamt war es ja bis jetzt eigentlich so, dass das Angebot eigentlich die Nachfrage eher übersteigt. Wenn jetzt eben noch die
Trumpsche Protektionismus dazukommt, dann wird wahrscheinlich die Weltwirtschaft nicht ganz so stark steigen, wie das zurzeit noch alle Institute erwarten. Und demzufolge muss man dann letztendlich den Ölbedarf ja eher nach unten korrigieren. Und das könnte dann also durchaus auch irgendwann dann doch wieder zu einer Korrektur führen. Euro-türkische Lira, die türkische Lira zurzeit wieder sehr unter Druck. War heute schon über der 4,95, die 5 rückt also immer näher. Euro-türkische Lira war heute das Währungspaar mit der größten Bewegung, das ich gefunden habe, bei 1,3% lag das Ganze. Der Kiwi hat auch ganz gut zugelegt gegenüber dem US-Dollar, 0,8% fast, hat jetzt hier doch sehr stark schon an der 0,7260 gerüttelt, wobei ich dann eben aufgrund der Wolkenlinien auch noch bei 0,7270, also es ist so eine Widerstandsregion. Gehen wir da drüber, dann könnte es hier durchaus Richtung 0,7320 gehen, wo wir dann den übergeordneten Abwärtstrend treffen würden. Ethereum Classics hat heute am meisten verloren, minus 5%. Die Erholung der Kryptowährung ist erst einmal wieder beendet. Heute gab es erst einmal ein bisschen Korrektur. Sieht ein bisschen korrektiv aus. Also ich würde hier den Bullen noch eine kleine Chance geben. Müssen sie allerdings dann am Montag auch schnell wieder über die 1960 drüber wegkommen. Ethereum minus 2,7%. Sieht eher, ja, 2,7% Veränderung ist für Kryptowährungen nach wie vor nicht viel in diesem volatilen Handel. Sieht also eher seitwärts aus. Wichtig ist die Unterstützung bei 450 und auf der Oberseite. Ja, bullisch wird es wohl erst über der 624 werden. Der Index mit dem größten Verlust war heute der Hang Seng. Der Index aus Hongkong, also kein Wunder bei dem, was Trump da mit den Chinesen macht. Ist übrigens interessant, wenn Donald Trump von den Chinesen spricht, spricht er von seinen Freunden. Ob man die so behandelt, naja, wie gesagt, also ich verstehe ihn schon irgendwo, aber es ist schon, ja, wenn man auf der einen Seite, also sage ich mal eben, sagt, ja, wir müssen uns gegen deren unfairen Wettbewerb wehren und gleichzeitig, also diese unfairen Typen, das sind gleichzeitig seine Freunde, das ist schon wirklich sehr spannend. Auf alle Fälle hat der Hang Seng heute 2,5% verloren, hat die 30.000 angekratzt, hat sich knapp drüber gehalten, aber das sieht auch nicht mehr so richtig freundlich aus. Und das andere war der Nikkei mit minus 2%. Ja, wie gesagt, Japan ist, was die Strafzölle auf Stahl und Aluminium gekommen, nicht ausgenommen wurden. Also Japans Industrie muss diese neuen Zölle zahlen. Das kam gar nicht gut an. Waren wir heute schon mal an der 20.500. Darunter wartet dann noch die 20.215. Das war mal das Ausbruchsniveau. Und wenn wir da drunter fallen, ja, dann ist die 20.000 erst einmal weg. Und wenn die Unsicherheit am Markt so groß bleibt und der Yen vielleicht auch noch zusätzlich stärker wird, dann wird es nicht viel geben, was den Nikkei davon abhält, unter die 20.000 zu fallen. Zu den Gewinnern des Tages unter den Aktienmärkten, unter den Aktien, da gab es Gewinner, war das britische Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline. Die haben nämlich heute von der EU die Zulassung für den Impfstoff Shingrix bekommen. Der ist gegen Gürtelrose. Und außerdem hatte der Konzern berichtet, dass er auf die Übernahme von Pfizer-Aktivitäten verzichten möchte. Pfizer sucht nämlich ganz dringend nach einem Käufer des Consumer Health-Geschäftes und GlaxoSmithKline war nicht der erste Konzern, der da dankend abgewunken hat. Das fanden die Marktteilnehmer heute insgesamt ganz gut, kauften die Aktie 3,6% nach oben. Wir sehen aber, das ist mehr so ein bisschen Stabilisierung mal. Vorher ist die Aktie zuletzt dann doch auch deutlich unter die Räder gekommen, was sicherlich mit dem Gesamtmarkt zusammenhängt. Am Montag gibt es noch gar nicht so viele Daten eigentlich. Frankreich liefert ein BIP, kann man ja gucken, und ein paar Notenbanker von der Fed sprechen. Und von den Unternehmen, da gibt es den Geschäftsbericht der Commerzbank. Also am Montag doch ein ziemlich ruhiger Aufgalopp in die Osterwoche. Am Dienstag gibt es die Wirtschaftsstimmung aus der Eurozone und das Verbrauchervertrauen vor allem aus den USA. Das ist dann schon ein bisschen spannender. Am Mittwoch haben wir das GfK-Konsumklima aus Deutschland und das BIP aus den USA. Das wird natürlich auf alle Fälle, ist wahrscheinlich der wichtigste Termin dieser Woche. Am Donnerstag,
Haben wir auch noch ein paar interessante Termine. Arbeitsmarktdaten aus Deutschland auf alle Fälle sicherlich wichtig. Das britische BIP, Verbraucherpreisindex. Es wird vermutet, dass der Verbraucherpreisindex aus Deutschland wieder ein bisschen anzieht. Genauso in den USA. PCI-Kernrate, Preisindex, Privateinkommen und Ausgaben, das ist auf alle Fälle etwas, wo auch die Fed gerne drauf schaut. Aus Kanada gibt es dann noch das BIP und dann ist Karfreitag, da ist dann also das Osterwochenende. Und damit sind wir durch für diese Woche. Ich danke für die Aufmerksamkeit, wünsche ein wunderbares Wochenende. Bis Montag.